Ja, die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft in den letzten Monaten auf den Kopf gestellt. Und sie tut es immer noch. Dabei hat die Digitalisierung an starker Bedeutung für die Unternehmen gewonnen. Gerade haben wir eine flexible Einzelhändlerin gesehen, die die Medien mehr und mehr nutzt, um auch in diesen Zeiten zu bestehen. Generell über die Digitalisierung von Unternehmen spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftsexperten Edgar Geffroy. Guten Abend, Herr Geffroy. Herr Reinke. Herr Geffroy, man hört immer mehr, Digitalisierung für Unternehmen ist das A und O. Hört sich ja erstmal gut an, aber was verbirgt sich dahinter? Wie schaffe ich das als Unternehmen, digitaler zu werden? Können Sie vielleicht anhand eines Beispiels mal erklären, wie man das schaffen kann? Also zuerst ist erstmal wichtig, ich glaube, die Herausforderung liegt heute bei jedem Unternehmen, vom Ein-Mann-Unternehmen bis zum größten Konzern, Digitalisierung als zentrale Chance zu betrachten. Ich habe mal 50 Vorteile von Corona zusammengetragen. Und eines der wichtigsten ist, jetzt ist die beste Zeit zu digitalisieren. Also insofern stellst du hier eine Chance. Beispiel Friseur, im Augenblick sind die Friseurgeschäfte wieder geschlossen, könnte online per Zoom oder wo auch immer seine Kundin informieren, wie kriege ich meine Haare selber hin, was könnte ich tun? Also ein schönes Beispiel. Oder aber ein Koch könnte sagen, ich schicke euch vorher die Sachen nach Hause und dann können wir zusammen kochen. Also es gibt irre viele Möglichkeiten für jeden heute selber Digitalisierung als Chance zu nutzen. Die Chance dabei ist eben nicht vergessen zu werden während der Schließung, sondern eben in den Köpfen zu bleiben, weil ja finanziell gesehen werden die dadurch wahrscheinlich nicht viel Gewinn erzielen können, oder? Hochinteressante Aussage oder Frage, die Sie gerade stellen. Wir haben einen Kunden in Österreich, einen Hersteller von individuellen Badmöbeln. Wir haben genau im März angefangen, eine Digitalisierungsstrategie für ihn aufzubauen, als Österreich ganz zugemacht hatte. Und das Spannende an dem Thema ist, er hat in diesem Jahr den höchsten Zuwachs und er hat 40% Steigerung im November gehabt. Genau mit dem Grund, den Sie genannt hat. Er war der Einzige, der da war, als alle anderen sich nicht gemeldet haben. Und diese Kunden haben ihm das nicht vergessen, die Händler und Handwerker, und haben ihm dann mit Aufträgen gedankt. Also, wenn sie auch nicht kurzfristig direkt mit dem Klingelbeutel rumlaufen können und sagen, jetzt müssen wir mal einzahlen, heißt das trotzdem, dass die Beziehungen zum Kunden im Augenblick der wichtigste Aktiv sind. Und es ging noch niemals so einfach. Wir machen das auch gerade hier. Es ist niemals so einfach gewesen, digital als Kleinstunternehmen Kunden direkt anzusprechen. Das heißt, auf lange Sicht hin kann dann eben investiert werden. Dann hat man später eben den höheren Kundenzuwachs, wenn man wieder öffnen darf. Jetzt ist es so, die Pandemie, die macht viel kaputt und hat auch schon viel kaputt gemacht. Sie sehen in ihr aber, was die Digitalisierung von Unternehmen angeht, eine Chance. Das hatten Sie eben am Anfang schon kurz gesagt. Inwiefern ist sie denn eine Chance? Also ich gehe so weit, dass ich heute sage, es ist die größte Chance für Unternehmen. Weil wir haben bis jetzt immer klassisch uns ausgeruht, wenn ich das mal so sagen darf. Viele Unternehmen denken ja auch, ich kann nur dann, also auch wichtig nochmal die Frage der Digitalisierung, ist alles und nichts. Wenn Sie Digitalisierung fragen, kann keiner eine richtige Antwort geben. Ich habe immer eine klare Antwort. Ich sage, wenn Sie mit Digitalisierung einen Kundennutzen stiften können, der ohne nicht möglich gewesen wäre, haben Sie Digitalisierung richtig verstanden. Und dann guckt man sich mal die großen Google, Apple, Facebook an und dann sieht man, dass die Technologie genutzt haben, um einen höheren Kundennutzen zu stiften. Und das kann jeder heute machen. Das ist die Riesenchance für jedes Unternehmen. Viele sagen ja, die Digitalisierung ist dadurch erheblich nach vorne gekommen. Ich glaube das noch nicht. Ich glaube, dass wir da immer noch einen riesigen Nachholbedarf haben. Gibt aber eine Gedankenfalle. Die Gedankenfalle ist, ich kann einen Shop, wenn ich Produkte habe, in einem Shop digital verkaufen. Was ich so schon eigentlich jedem empfohlen hätte vor 5 Jahren. Aber trotzdem kann auch ein Handwerker mit seinem Wissen erfolgreich sein. Ein Friseur kann erfolgreich sein. Ein Koch, das sind Dienstleister. Früher sagte man Dienstleister, wie wollen die denn digitalisieren? Es hat eine aktuelle Umfrage ergeben, die größte Hürde für Unternehmen ist bei der Digitalisierung der Datenschutz. Dahinter folgen Anforderungen an die technische Sicherheit und fehlende Fachkräfte. Was muss denn getan werden, um diesen Sorgen entgegenzuwirken? Ja. Es ist eine typisch deutsche Reaktion. Wir klären erstmal alle Regeln. Deswegen sind wir auch nicht die Ersten jetzt bei der Impfung gewesen, bis es soweit ist. Ich habe einen anderen Rat. Fangen Sie jetzt einfach an. Jetzt einfach die Chancen nutzen, digital, mit Video, mit online, mit Ihren Kunden in den Kontakt zu kommen und die Beziehung zu vertiefen. Weil die Sicherheitsmaßnahmen sind da, die Systeme, die Anbieter sorgen selber für diese Sicherheitssysteme. Und deswegen ist es wichtig, dass Sie jetzt einfach anfangen. Ich habe einen Kieferorthopäden, der seinen Kindern sind ja meistens, einen Tipp gibt, wie gehe ich richtig mit einer Zahnspange um. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten, ein
anderer Kieferorthopäde, Kunde von uns, hat ein Video produziert. Was ist eine unsichtbare Zahnspange? 4,4 Millionen Menschen haben sich das angeschaut und er hat nicht 1 Euro für Werbung bezahlt. Die Frage zum Schluss ist jetzt vielleicht noch, wird der Trend, flexibler und digitaler zu arbeiten, in Deutschland anhalten? Wie schätzen Sie das ein, also auch nach der Corona-Pandemie? Ich fange gerade das richtig an. Also viele haben ja plötzlich, also ich sage mal ganz deutlich, die Oma hat gelernt, über FaceTime mit dem Enkelkind einen Videocall zu machen, wie man das neudeutsch nennt. So, natürlich wird das nicht weniger werden. Wir haben ja viel mehr Möglichkeiten heute, was vor 5, 6, 7 Jahren, ich war einer der ich habe immer wieder versucht, das reinzubringen, das wollte keiner haben. Hat sich radikal geändert seit März dieses Jahres. Plötzlich kann jeder jeden Kunden digital erreichen. Um 22 Uhr, um 6 Uhr, wann der Kunde will. Deswegen wird sich das nicht mehr ändern. Die Vorzüge sind so dramatisch, dass wir von einem, ich sag mal, dritten Vertrieb, Innendienst, Außendienst, digitaler Vertrieb, in Zukunft reden. Und das bietet für Unternehmen noch gigantische Chancen. Okay, Sie sagen, die Weiterentwicklung, die wird weitergehen und eben nicht aufhören, auch wenn die Pandemie vorbei ist. Wir sind gespannt, ob Sie recht behalten werden. Dankeschön für Ihre Einschätzung, Herr Geffroy. Viel Erfolg und allen und bleiben Sie gesund, ja?